Und ich habe fast täglich daran gezweifelt, ob das wirklich sinnig ist, was ich da überhaupt mache, jetzt alleine weiterzufahren. Ich sollte doch lieber zurück zu Familie und Freunden, da sei ich ja sicher. Und gleichzeitig habe ich aber in mir diesen Drang gehabt, nee, also ich kann jetzt nicht zurück. Ich muss jetzt weiterreisen. Ich muss für mich selber rausfinden, was will ich eigentlich wirklich. Hallo und herzlich willkommen zum Peace, Love and Om Podcast. Ich bin Katja und mein heutiger Gast ist eine junge Frau, die seit vielen Jahren bereits im Van lebt und sich stark im Tierschutz engagiert. Hallo, liebe Johanna. Hallo, liebe Katja. Schön, dass ich heute hier sein darf. Das freut mich auch. Wir haben uns ja damals vor über 3 Jahren bereits getroffen am Mondsee, nicht an dem bekannten Mondsee in Österreich, sondern an dem in Sachsen-Anhalt. Damals habe ich dich mit deinem damaligen Partner interviewt. Ihr habt damals schon von, also das Ende der Beziehung quasi angekündigt, denn Vanlife ist ja eine echte Beziehungsprobe, oder? Ja, definitiv. Ja, ist jetzt schon eine Weile her, Mensch. Wir haben uns ziemlich in der Zeit, wo du uns interviewt hattest, dann auch dafür entschieden, getrennter Wege zu gehen. Und es war für uns beide wirklich eine einvernehmliche Entscheidung, die für uns beide wirklich gut war, weil wir hatten einfach auf unseren Reisen gemerkt, dass wir uns zwar unglaublich schätzen und dankbar füreinander sind und gleichzeitig aber andere Wege gehen wollen. Und ich kenne das aus der Vergangenheit so, dass man dann halt oft irgendwie anfängt zu diskutieren, zu streiten und co. Aber manchmal gibt es dann auch Menschen, mit denen man einfach darüber sprechen kann und dann füreinander das, sich das Beste wünscht und dann auch im Guten auseinandergehen kann. Und das war bei uns auch der Fall. Also das ist, genauso habe ich euch auch erlebt. Ich fand das wirklich bewundernswert, wie ihr, also wie offen ihr da auch miteinander umgegangen seid. Das ist wirklich absolut selten und auch also sehr, sehr wertschätzend dem anderen gegenüber. Das fand ich echt toll. Also ihr seid, glaube ich, 2 Jahre seid ihr zusammen gereist und habt dann festgestellt, irgendwie muss ja wieder jeder zu sich selber finden, oder? Ja, genau. Also man muss vielleicht auch dazu sagen, wir hatten wirklich ein sehr kleines Fahrzeug. Wir hatten damals einen VW T4, ein kurzer Radstand, ohne Hochdach und wir waren dort anderthalb, ja okay, knapp 2 Jahre zu zweit drin. Das erste Jahr haben wir noch in Deutschland ganz normal gearbeitet, um einfach das Reisekonto ein bisschen zu füllen. Und dann waren wir ungefähr 8 Monate zusammen unterwegs am Reisen zu zweit. Und dann nach 8 Monaten kamen noch 2 Hunde dazu, die wir in Griechenland in einer ganz wunderschönen Auffangstation sozusagen ja, mitgenommen haben. Oder vielmehr die Hunde haben sich dafür entschieden, dass sie bei uns mitreisen wollen. Und dann hat man einfach schon gemerkt, ja, ich glaub, es geht andere Richtungen bei uns im Leben. Also wir haben einfach so ein bisschen andere Vorstellungen gehabt. Ich war damals 22. Und war einfach noch so, ich will noch so viel erleben, ich will noch so viel sehen. Und der Frank war damals wirklich so, dass er auch gesagt hat, hey, eigentlich habe ich Lust, langsam auch so ein bisschen Richtung Familienplanung zu gehen. Und das war einfach so der Punkt, wo wir dann gemerkt haben, unsere Wege gehen in unterschiedliche Richtungen und es ist auch gut so. Also ich hatte mir damals schon gedacht, als ich das Fahrzeug gesehen habe, gefühlt bestand es nur aus Bett, ne? Also es war wirklich sehr, sehr klein. Und dann auch Ja. noch mit 2 gar nicht so kleinen Hunden, also eher mittelgroß, aber trotz allem, da dachte ich mir so, wow, also man würde so schon die Decke auf den Kopf fallen, also auch wenn das Wetter vielleicht gar nicht so übel ist, aber dann noch bei schlechtem Wetter, also für mich wäre das nichts gewesen. Und Hut ab, dass ihr das dann auch so lange ausgehalten habt in diesem wirklich sehr kleinen Auto. Also für mich war dieser kleine Bus wirklich so ein bisschen mein Happy Place, meine Wohlfühlzone. Ich bin sehr gerne, also ich mag das einfach so eine Nische für mich zu haben. Deshalb für mich war die Größe des Campers gar nicht so das Problem. Wobei ich auch dazu sagen muss, jetzt einige Jahre später, ich habe jetzt einen alten Fiat Ducato, also ein Wohnmobil, und ich würde von der Größe auch nicht mehr weg wollen. Also so einen kleinen VW-Bus, so einen kleinen VW-Bus würde ich mir, glaube ich, nicht nochmal holen. Auf gar keinen Fall, wenn man zu zweit oder eben zu zweit mit Hund ist, dann schon gar nicht. Also jetzt alleine im Camper würde ich mir vielleicht noch mal einen kleinen Camper holen, aber wirklich zu zweit würde ich es auch nicht noch mal machen. Allerdings muss ich auch dazu sagen, damals hat es für uns gut gepasst, weil wir sind ja beide sehr viel outdoor-mäßig unterwegs gewesen und deshalb waren wir wirklich hauptsächlich auch zum Schlafen im Camper. Klar, wenn es jetzt geregnet hat, dann war es schon eng. Aber wir waren wirklich eigentlich den ganzen Tag draußen und haben dauernd Aktivitäten draußen gehabt. Und deshalb war es für uns die Größe gar nicht so das Problem. Hm, verstehe, verstehe.
Du bist dann alleine weitergezogen. Also der Frank ist dann, glaube ich, zu Fuß oder mit dem Rucksack, das war jedenfalls damals der Plan, gezogen. Genau. Und du hast den Bus, den Bernd, glaube ich, hieß der Ja, Tierschnee, genau. dir geschnappt und die Nola. Ihr habt die Hunde quasi aufgeteilt unter euch und dann bist du erstmal losgezogen. Wo ging es dahin für dich? Genau. Also noch ganz kurz, als wir die Hunde adoptiert haben, war direkt klar, der Biscuit ist der Hund von Frank und die Nola ist meine Hündin, weil es einfach auch so ein bisschen ums Training selber ging, dass man da einfach eine Bezugsperson hat. Und deshalb war von vornherein klar, hey, wenn irgendwie mal eine Trennung anstehen sollte, dann ist schon sehr klar definiert, welcher Hund zu wem gehört. Und als wir uns dann entschieden haben, eben getrennter Wege zu gehen, haben wir auch so ein bisschen überlegt, hey, was machen wir mit dem Bus? Verkaufen wir den? Wie teilen wir so? Also man hat ja dann so Besitztümer, die man ja irgendwie auch aufteilt. Und für Frank war aber eben klar, ich will mit dem Rucksack weiter. Und dann haben wir einfach so den Deal gehabt, ja, wir schauen da finanziell einfach, wie teilt sich das am besten auf, und dann hat sich das mit den Ersparnissen ganz gut geteilt, und dann habe ich den Bus eben weiterhin behalten können, und dann bin ich weitergereist Richtung Frankreich. Für mich war das wirklich ein Riesending, weil ich war, als wir zusammen unterwegs waren, bin ich seltenst gefahren, und ich hatte den Führerschein wirklich nur gemacht, weil wir eben im Auto leben, und deshalb hatte ich wenig Fahrerfahrung und bin dann nach Frankreich gefahren. Und ich sag's dir, ich war nie länger wie eine halbe Stunde oder Stunde unterwegs, weil ich hatte immer rasenden, also einen super schnellen Herzschlag. Ich hatte verschwitzte Hände und war tierisch Krass. gestresst. Und deshalb war meine Anfangszeit alleine im Camper war wirklich ein Hoch und Tief der Gefühle. Und ich habe fast täglich daran gezweifelt, ob das wirklich sinnig ist, was ich da überhaupt mache, jetzt alleine weiterzufahren. Ich sollte doch lieber zurück zu Familie und Freunden, da sei ich ja sicher. Und gleichzeitig habe ich aber in mir diesen Drang gehabt, nee, also ich kann jetzt nicht zurück. Ich muss jetzt weiterreisen. Ich muss für mich selber rausfinden, was will ich eigentlich wirklich. Und dann habe ich mich da wirklich eben durchgebissen, und ich bin dankbar dafür, dass ich es geschafft habe, weil ich glaube, nach 3, 4 Wochen hat sich das dann eingependelt, dass ich es einfach nur geliebt habe. Wahnsinn, also das Hut ab, da muss ich sagen, also wenn man jetzt 3 Wochen in diesem Hoch und Tief der Gefühle ist, wo du wahrscheinlich auch mal einfach Nervenzusammenbrüche hattest, da gesessen hast und geheult hast und gesagt, oh Gott, nein, ich will das eigentlich gar nicht, auf der anderen Seite aber dann irgendwie doch das zu durchleben und dann nicht einfach zu sagen, hey, ich gehe zurück in meine Komfortzone, alles schicki, klasse. Ja. Also 4 Wochen das durchzuziehen, Hut ab. Ja, also es war, ich hatte dann nicht mehr so viel Geld übrig, weil ich hatte ja den Bus übernommen. Der hatte dann auch noch einige Werkstattbesuche, und es musste neu TÜV drauf, und es waren natürlich alles finanzielle Dinge, die da halt investiert wurden. Und ich dachte mir so, hey, jetzt hast du da so viel Geld investiert, du hast kaum noch Geld auf der Tasche. Du findest jetzt eine Lösung, aber nicht in deiner Komfortzone, sondern außerhalb. Also ich bin schon immer ein großer Fan davon, Dinge zu verändern. Also mir ist Veränderung im Leben sehr, sehr wichtig, und vor allem auch meine Komfortzone zu verlassen und zu schauen, hey, was gibt's da eigentlich noch alles so? Ich bin kein großer Fan davon, Dinge jahrelang gleich zu tun. Also mir wird dann immer langweilig, und dann will ich was Neues erleben. Und das bedeutet natürlich auch oft, dass man an seine eigenen Grenzen stößt und sich selber so ein bisschen überfordert vielleicht und eben sehr häufig die Komfortzone verlässt. Aber man lernt dadurch einfach unglaublich viel und stellt einfach fest, hey, da ist wirklich noch so viel mehr. Klasse, ich kann das genau nachvollziehen. Ich kann auch nicht immer das Gleiche machen. Also ich brauche da auch mal Veränderung. Man merkt dann einfach vor allen Dingen, was in einem steckt, ne? Was man für ein Potenzial hat, was man eigentlich gar nicht geglaubt hat. Was sind denn so die Dinge, die du quasi in dieser Zeit, in den ersten Monaten, die du alleine gereist bist, unabhängig jetzt von dem, dass du dann doch Auto fahren kannst, was hast du in dir entdeckt? Was war da? Was kannte die Johanna da vorher noch nicht? Also das Vertrauen zu mir selber. Also ich habe vorher immer irgendwie mich in so eine Abhängigkeit zu jemand anderem begeben. Und es war irgendwie immer klar, mein Leben funktioniert gut. Ich bin ein Organisationstalent. Das hat mit Sicherheit auch damit zu tun. Und gleichzeitig war ich immer irgendwie mit anderen, entweder mit Freunden oder irgendeinem Partner. Und in dieser Zeit alleine, also es gab sehr viele Momente, wo ich heulend verzweifelt da saß, und gleichzeitig habe ich wirklich meine Kraft in mir selber gefunden und das Vertrauen dazu,
dass es immer irgendwie weitergeht und dass man einfach schauen muss, hey, was sehe ich hier gerade vor mir? Und die Situation nicht nur aus dem einen verzweifelten Blickwinkel zu betrachten, sondern wirklich aus vielen verschiedenen Blickwinkeln, um einfach zu sehen, hey, da sind so viele Türen, die sich gerade öffnen. Ich darf mir jetzt aussuchen, welche ich nehme. Also das ist ein Reichtum, den man da geschenkt bekommt, wenn man ihn aber auch nimmt. Also man muss sich schon bewusst machen, was für Möglichkeiten gibt es denn oder was für Möglichkeiten kann ich kreieren, weil es liegt im Endeffekt immer in unserer Hand. Und dieses Vertrauen habe ich da wirklich lernen dürfen. Wow, wunderschön. Das klingt total inspirierend. Du bist ja nach Frankreich gefahren, aber ich erinnere mich, du warst auch eine lange Zeit noch im Tierschutz tätig. Das war, glaube ich, aber die andere Seite von Europa. Oder war das Spanien? Weißt du, wo du mit so vielen Hunden, ich erinnere mich, wir hatten mal so ein Tanzvideo gemacht und da hast du mit ganz vielen Hunden ringsrum. Das war so schön. Wo war das? Ja, also ich hatte immer den Plan, nach Spanien und Portugal zu reisen. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin jetzt seit 5,5 Jahren lebe ich in meinem Camper und ich habe es bisher noch nicht nach Spanien und Portugal geschafft. Okay. Also steht auch noch ganz, ganz dick auf meiner Liste. So die normal, also die meisten, die reisen gehen, die Ja. gehen nach Spanien und Portugal. Und das war auch immer mein Ziel. Und ich habe es aber nie geschafft, weil als ich dann in Frankreich war, hat sich irgendwie durch Hin- und Herschreiben habe ich einen Ort entdeckt, den ich unbedingt besuchen wollte. Das war dann auf Sizilien. Heißt, ich habe dann eine Fähre gebucht spontan, bin nach Sardinien mit der Fähre, habe 1,5 Wochen auf Sardinien verbracht. Wunderschöne Insel. Dann bin ich weiter nach Sizilien, habe mir den Ort auch angeguckt, den ich da unbedingt sehen wollte, war nicht so begeistert. Das sind dann auch die Erfahrungen, wo man dann im Vorab mehr Erwartungen hat und dann eventuell auch vom Leben so ein bisschen zurückgehalten wird, sag ich mal. Und dann habe ich da auf Sizilien aber wirklich 3 schöne Monate verbracht. Da habe ich auch das erste Mal alleine Weihnachten und Neujahr verbracht, was ich genossen habe. Ich habe dann auch gelernt, wirklich die Zeit für mich alleine wirklich zu lieben. Also ich war wochenlang, habe ich dann bewusst auch darauf verzichtet, unter Menschen zu gehen, sondern habe gut eingekauft und habe dann wirklich wochenlang alleine nur ich und Nola die Zeit genossen und verbracht. Und es hat mir wirklich gut getan, weil ich das Gefühl hatte, ich konnte endlich mal ja frei sein, wirklich selbstbestimmt agieren und leben. Und das Gefühl hatte ich vorher halt nie, weil es war immer irgendwie noch jemand um mich rum, den ich in meine Planung und Ideen eingeschlossen habe. Genau. Und danach ging es dann wieder nach Griechenland. Und der Plan war, 1, 2 Monate in Südgriechenland bei Kalamata wieder im Tierschutz zu arbeiten, da wo auch meine kleine Hündin Nola herkommt. Und dann danach wieder in die Schweiz zu gehen und dort in der Landwirtschaft wieder einen Saisonjob zu machen, um meine Reisekasse wieder zu füllen. Das war der Plan. Aber wie es im Leben so ist, ändern sich ja die Pläne ständig. Und ja, 2020, ja, genau, 2020 kam ja dann Corona, hat uns ja alle ganz schön verändert, würde ich sagen, oder die Umstände verändert, auch des Reisens. Und anstelle, dass ich dann 2 Monate dort im Tierschutz war, war ich eben 5 Monate dort, weil durch die Corona-Maßnahmen durfte ich nur über Flugzeug ausreisen. Und das ist für mich natürlich keine Option, weil mein Zuhause ist ja der Bus. Und wenn ich mein Haus nicht mitnehmen kann, ja, was soll ich denn dann? Also dann bin ich halt geblieben. Und ja, da habe ich dann im Tierschutz gearbeitet und das war wirklich unglaublich schön. Ich liebe die Arbeit im Tierschutz. Also man muss vielleicht kurz dazu sagen, die Auffangstation dort in Südgriechenland, die ist wirklich sehr, sehr groß. Also es sind weit über 100 Hunde. Und zu Corona-Zeiten gab es dann halt zwischendrin auch wirklich so Dinge, die in den Medien ja erzählt wurden, die halt nicht stimmen. Unter anderem eben, dass Katzen und Hunde Corona übertragen. Und das war Am wirklich. Anfang haben, da hat man das gesagt, Genau, ja. das war ganz, ganz am Anfang und das war eine Katastrophe, weil wir haben wirklich am Tag zwischen 10 und 20 neue Hundezugänge gehabt. Und das ist natürlich überwältigend, wenn du dann da, also die Auffangstation, die wird durch Freiwillige geleitet. Und das ist natürlich viel Arbeit, die dann da anfällt. Und wenn dann da einfach täglich so viele Zugänge sind, also Neuzugänge, dann ist das wirklich viel, viel Arbeit, die einfach auch schnell überfordernd ist. Und deshalb, es war eine sehr tolle Zeit, aber auch eine sehr harte Zeit, weil die Leute haben nicht mehr gespendet, sie haben ihr Geld bei sich behalten, weil sie ja auch nicht wussten, hey, was kommt da auf uns zu? Und deshalb, wir hatten echt, es war Regenzeit, also das war
so der Frühling und in Griechenland regnet es da viel, heißt, wir hatten viel mit Überschwemmungen zu tun. Dann hatten wir wenig Spendengelder, um das Futter zu zahlen, um die Arztkosten zu zahlen. Also es war wirklich herausfordernd. Aber wir waren dort unten wirklich ein tolles Team und wir haben alle entschieden, wir bleiben hier, bis wir irgendwie wissen, was Corona jetzt eigentlich so ist. Krass, das klingt wirklich nach einer Herausforderung. Und wie ist es dann für dich gelaufen? Also du bist 5 Monate, hast du, glaube ich, gesagt, ne? Da geblieben. Und dann hatte sich das alles wieder so ein bisschen beruhigt, die Grenzen haben sich wieder geöffnet. Wie ging es dann Genau. weiter? Ja, also ich war ja dann an Stelle 2 5 Monate dort und mein Konto wurde halt immer kleiner und kleiner, weil es ist natürlich, also in so einer Auffangstation verdient man natürlich kein Geld, wenn man dort hilft. Es ist ehrenamtlich und deshalb war für mich ganz klar, okay, ich muss jetzt irgendwie wieder an Geld kommen. Und ich hatte dann, glaube ich, noch 600 € auf dem Konto und das war's. Und mit diesem Geld war dann klar, okay, du musst jetzt ja, wieder nach Deutschland, ne? Du musst jetzt erstmal gucken, entweder in der Schweiz oder Deutschland wieder Geld irgendwie organisieren. Und das war dann, habe ich auch gemacht. Ich habe dann wieder ein paar Monate irgendwie Geld organisiert und bin dann nach Lettland gefahren und habe mir überlegt, Mensch, also da gibt es Freunde von mir leben da, die haben einen Gästehauskomplex und so einen Selbstversorgerhof. Und dann bin ich dorthin, um eben zu schauen, hey, dieses Gemeinschafts-Community-Leben, ist es vielleicht was für mich? Und das war eine gute Zeit. Also ich habe die Zeit sehr genossen. Ich habe viele Erfahrungen sammeln dürfen. Aber ich habe so irgendwie gemerkt, dass es eben nicht ganz meins ist. Und Lettland ist im Winter auch echt heftig. Also Ja, glaube ich. so minus 24 Grad und wirklich viel Schnee. Und ja, also ich habe mich dann irgendwann dafür entschieden, okay, es ist besser wirklich vielleicht wieder anderer Wege zu gehen. Und ach ja, zwischendrin habe ich auch noch meinen Camperwechsel gehabt. Das hatte dann damit zu tun, dass ich dann jemanden kennengelernt hatte, der gerne mitreisen wollte, aber ihm war eben mein Camper so ein bisschen zu klein. Und dann hat sich das über Freunde ergeben, dieses große Wohnmobil zu bekommen. Und dann ja, hatten wir dieses Wohnmobil. Mittlerweile, also dieser Herr, der ist ziemlich schnell aus meinem Leben auch wieder raus, was gut so ist. War auch eine sehr interessante Lektion von meinem Leben. aber Okay. sehr, 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 sehr gut und lehrreich. Also ich habe da dann auch nochmal lernen dürfen, wirklich besser zu mir selber zu stehen und zu finden und da auch dahinter zu stehen. Eine gute Lektion. ja, und dann habe ich wieder in der Schweiz gearbeitet. Das war dann 21, genau, 2021 habe ich wieder in der Schweiz gearbeitet für 6 Monate, um einfach wirklich die Reisekasse zu füllen. Und ja, bei mir hat sich dann so nach 4 Jahren im Camper so ein bisschen dieses Gefühl entwickelt von, eigentlich hätte ich gern so ein bisschen eine Konstante. Nicht im Sinne von wieder eine Wohnung ziehen oder an einem Ort sein, sondern eine Konstante zum Thema finanzielle Freiheit. Und da habe ich dann lange gesucht, hey, was kann ich eigentlich machen, um frei zu sein, zu reisen, die Welt zu sehen und trotz alledem aber nicht die ganze Zeit diese Sorge ums Geld haben zu müssen. Und das war, ja, es ist, glaube ich, so eine Challenge an viele Leute, die unterwegs sind. Was sind denn so die Jobs, die du gemacht hast? Also womit hast du dich die ganze Zeit finanziert? Das ist, glaube ich, auch mal sehr interessant zu wissen, was man eigentlich machen kann, wenn man reisen und arbeiten möchte. Ja, also gestartet haben wir mit Ersparnissen und zwischendrin haben wir dann eben in der Schweiz gearbeitet, in der Landwirtschaft. Also da gibt es ganz tolle Seiten. Das sind immer Jobs, die gehen so zwischen 3 und 8 Monate und die werden recht gut vergütet. Allerdings sind es nur Saisonjobs. Also du hast dann wirklich halt eine begrenzte Zeit, die du arbeitest und da arbeitest du dann wirklich viel. Also das sind dann halt in der Landwirtschaft, ne, das sind 7 Tage die Woche am Stück. Da sind dann keine freien Tage drin oder so, sondern du arbeitest dann halt ein paar Monate durch, hast dann gutes Gehalt und dann ist die Alpsaison vorbei und dann geht's halt weiter mit dem Reisen. Das ist eine schöne Sache. Gibt auch in der Gastronomie viel in der Schweiz. Ansonsten Work and Travel habe ich auch gemacht. In Frankreich damals habe ich einen Garten mitgestaltet. Also ich bin zum Hintergrund, ich bin Landschaftsgärtnerin, heißt, ich konnte da so eine Kleinigkeit verdienen, aber es war halt nie wirklich so, dass es lange gereicht hat. Ja, und ansonsten, wenn man irgendwie Webdesign macht, dann kann man das natürlich von überall aus oder Korrektur lesen oder solche Dinge. Nur, also ich liebe Lesen und Schreiben
und würde das prinzipiell auch gern machen, aber ich habe eine Rechtschreibschwäche, heißt, das kommt für mich beruflich nicht in Frage. ja, und dann habe ich halt lange gesucht und für mich war klar, ich will was finden, was online möglich ist. Und ich habe dann einige Firmen ausprobiert, dann eben im Network Marketing und bin da aber leider so ein bisschen auf die Schnauze gefallen mit zwei Firmen. Das war einfach überhaupt nicht passend für mich. Ich habe mich da nicht wohl gefühlt oder das hat einfach nicht so richtig funktioniert. Und dann habe ich eben 2021, Ende des Jahres, habe ich dann entschieden, okay, jetzt fährst du erstmal wieder nach Deutschland, nach Norddeutschland, um ein bisschen bei deiner Oma zu helfen, weil da einfach viel zu tun war jetzt auch familiär. Und ja, da habe ich dann auch den Fabi, meinen jetzigen Freund, kennengelernt. Und seitdem bin ich so ein bisschen stationär, sage ich mal. Einfach durch Familie und Partner. Und der Traum ist aber auch wirklich, dann dieses Jahr wieder aktiver mehr zu reisen und das dann auch für längere Zeit. Und tatsächlich, Trommelwirbel, ich habe mittlerweile eine ganz, ganz tolle Firma kennengelernt, über die ich mir gerade ein Online-Business aufbaue. Und ich mache das jetzt seit ein paar Monaten und ich kann jetzt wirklich zufrieden und glücklich sagen, es funktioniert. Also es ist toll. Sehr schön, sehr schön. Das heißt, du bist dann gar nicht mehr, wenn es gut läuft, auf die Saisonarbeit angewiesen, sondern du kannst reisen, wann immer du möchtest. Genau. Also ich mache das jetzt noch nicht so lange, erst seit ein paar Monaten, aber also es ist ein Unternehmen, was rein pflanzliche Pflegeprodukte herstellt und Nahrungsergänzungsmittel und zwar ohne Konservierungsstoffe und Co. Und das ist unglaublich. Also ich hätte nie gedacht, dass es ein Unternehmen gibt, was so arbeitet, was so fair und menschlich einfach mit allen Aspekten arbeitet, also mit Mensch, Tier und Umwelt. Und ich bin super begeistert und ich brenne richtig für die Arbeit, die ich tue. Und das Geile ist halt, ich kann das wirklich von überall aus machen. Als kleines Beispiel, wir waren letztes Jahr, also August 22, in Norwegen für 3 Wochen. Und da waren wir wandern und wir waren irgendwo oben auf so einem Fjord. Und ich habe oben auf diesem Fjord mein Teammeeting abgehalten und meine Kunden betreut. Und also das ist wirklich der Beweis dafür, dass diese Arbeit von überall aus geht. Und finanziell gesehen ist das wirklich die Arbeit, die ich mir ersehnt habe, weil ich durch diese Arbeit wirklich finanziell frei werden kann und mich da dieses Jahr hinarbeite. Und das Allercoolste daran ist, es kann wirklich jeder machen. Also du brauchst dafür kein Studium, kein Abschluss, kein nix. Du lernst das beim Tun. Und das finde ich grandios. Jetzt hast du dich dann wahrscheinlich selbstständig gemacht, ne? Weil ich hatte so die Überlegung, ja, jetzt kommen die Leute mit dem Sicherheitsdenken und was ist denn mit deiner Rente, liebe Johanna? Wenn du dann die ganze Zeit da ein bisschen Saisonarbeit im Ausland machst, dann zahlst du ja gar nicht in das Rentensystem ein. Wie siehst du das in deinen jungen Jahren noch? Ja, Thema Rente, nicht ganz leicht, denke ich. Das ist richtig. Also wenn man Saisonjobs macht, dann, also ich werde irgendwann mal aus der Schweiz Rente beziehen. Das beläuft sich dann wahrscheinlich auf 4 € oder so. also man zahlt, wenn man Saisonjobs macht, auch in Rentenkassen ein, aber halt immer nur für kurze Zeiträume. Und jetzt, das ist richtig, ich habe mich selbstständig gemacht mit meinem Online-Business und da muss ich natürlich dann selber dafür sorgen, dass ich mir eine Stabilität für die Rente aufbaue. Aber ich bin 26 Jahre alt und ich glaube, dass wenn ich im Rentenalter bin, dass dann da gar nicht mehr so viel übrig ist. Deshalb ist eben mein Ziel, in jungen Jahren finanziell, ich sag mal, frei zu werden, um dann auch wirklich selber für meine Rente sorgen zu können. Das ist mein Ziel. Genau, so einfach privat was Ja. zurückzulegen, zu investieren. Genau, das ist Genau. meistens der bessere Plan, besonders für Ja, Selbstständige. absolut. Weil, also heutzutage, wir leben ja in einer sehr, ich sag mal, turbulenten Zeit momentan. Ich glaube, das hat ja jeder schon mitbekommen. Und da dann wirklich darauf zu pochen, dass die Rente dann noch Rente sein wird, von der man leben kann, ist, glaube ich, ein bisschen blauäugig, ehrlich gesagt. Das ist richtig. Zumal, wenn man sich jetzt anschaut, was die Rentner heutzutage bekommen, die auch ihr Leben lang gearbeitet haben, dann machen wir uns nichts Ja. vor. Also, wir haben noch weniger gearbeitet, weil wir mehr gelebt haben. Was würde denn da übrig bleiben, ne? Genau, das ist es. Also meine Großmutter, ich bin ja jetzt viel bei ihr, und die, wenn die nicht die Witwenrente auch bekommen würde, dann könnte sie sich ihre Wohnung nicht mal leisten. Und die hat ihr Leben lang gearbeitet, die Frau. Das Und ist echt deshalb, traurig. das
finde ich erschreckend. Und deshalb, das möchte ich für mich nicht. Und deshalb, ich bin jetzt noch jung und fit. Ich habe jetzt die Möglichkeiten, wirklich selber dafür zu sorgen, im Alter dann mich entspannt zurücklehnen zu können. Und das mache ich definitiv. Und gleichzeitig möchte ich mich aber nicht so zubomben mit Arbeit, dass mein Leben jetzt nur Arbeit ist, sondern für mich ist einfach schon immer ganz wichtig gewesen, ich möchte einen Job machen, von dem ich keinen Urlaub brauche. Und das Tolle ist, den habe ich gefunden, weil ich kann meinen Job überall mit hinnehmen. Heißt, ich kann permanent Urlaub machen, ich kann permanent unterwegs sein und gleichzeitig Geld verdienen. Und das ist einfach, ja, das ist das Größte für mich, weil ich genau nach so etwas gesucht habe. Wow. Und dein Freund, der Fabi, der ist, der muss noch in Deutschland sein, weil er da wahrscheinlich stationär irgendwo einen Job hat, oder? Deswegen seid ihr noch nicht unterwegs. Genau, also ganz lustig. Ich habe Fabi über Instagram kennengelernt. Und wir schreiben schon seit einigen Jahren. Es ging immer nur um T4 und Camper und Vanlife und Co. Und als er dann gesehen hat, hey, ich bin, also er hat meine Beiträge und Stories verfolgt und hat dann gesehen, dass ich eben Richtung Hannover unterwegs bin. Und dann meinte er so, komm doch mal vorbei, ich wohne hier in der Ecke. Und er hat hier einen Garten. Also man muss vielleicht auch noch dazu sagen, er lebt auch im Camper seit 2 Jahren. Also er teilt diese Leidenschaft. Und er meinte dann so, komm doch mal vorbei in meinem Garten, dann können wir ein Feuer machen, drum so rumsitzen, ein bisschen quatschen. Und ich habe ihn dann in seinem Garten besucht. Und ja, ich muss ehrlich gestehen, seitdem bin ich gar nicht mehr so richtig weggefahren. Du stehst Zumindest immer nicht noch im ohne Garten. ihn. Ja. Also ich nehme jetzt hier auch aus dem Garten heraus auf. Genau. Und der Plan ist wirklich, also bei ihm ist einfach wegen beruflicher und familiärer Situation, dass er momentan noch nicht so flexibel ist. Aber wir planen wirklich darauf hin, dass wir dann auch in den nächsten Jahren wirklich mehrere Monate am Stück unterwegs sein können. Aber dieses, ich sag mal, 100% unterwegs sein und ja, monatelang, jahrelang nicht in Deutschland sein, will ich für mich momentan auch gar nicht mehr, weil ich hier einfach meine Familie und auch gerade meine Großmutter habe, die jetzt auch schon Mitte 80 ist. Und ja, ich schätze die Verbindung zu meiner Omi einfach so, so sehr, dass ich jetzt einfach auch für sie da sein möchte. Und demher ist dieses Vollzeitreisen, wie ich das jahrelang gemacht habe, momentan auch gar nicht so meine Priorität. Aber es ist ja gerade relativ kalt in Deutschland. Was heißt relativ? Es ist halt Winter. Und ihr lebt beide quasi im Ja. Auto. Wie, also vermisst man da nicht mal irgendwie so das warme Griechenland oder so? Na sicher. Also, wir haben es nicht. Im Camper ist es schön warm, wir haben eine gute Heizung. Aber ja, so ein bisschen Melancholie kommt dann zwischendrin schon auf, weil ich die letzten Jahre halt im Winter wirklich im Süden verbracht habe. Also es waren ja 2 Jahre hintereinander in Griechenland oder im Süden. Und es war schon wirklich eine ganz tolle Zeit, die ich wirklich vermisse. Und manchmal denke ich mir dann so, ach, jetzt sitzt du hier im Kalten, aber du könntest auch in Griechenland sein. Aber ja, es ist halt immer so ein bisschen die Frage, ne? Die Prioritäten im Leben verändern sich ja permanent und momentan ist mir halt einfach die Beziehung und die Familie und die Freundschaften hier in der Ecke so wichtig, dass ich sage, das Reisen, das kann jetzt auch noch ein paar Monate warten, aber der Plan ist wirklich, Ende diesen Jahres dann im Herbst wieder in den Süden zu fahren. Dann vielleicht auch mal nach Spanien oder Portugal. Unbedingt, weil Freunde von mir haben sich jetzt ein Grundstück in Portugal gekauft. Die machen da so, ja, bauen sich das so ein bisschen zum Selbstversorger. Hof auf, sag ich mal, okay, Hof ist vielleicht übertrieben, da steht kein Gebäude auf dem Grundstück, die leben nämlich auch im Camper, aber die will ich da unbedingt besuchen Das gehen. die mit dem Schwein? Nee, die haben kein Nee. Schwein. Es gibt gerade so viele, ich höre immer wieder, ja, Freunde von mir haben in Portugal ein Grundstück gekauft. Es ist irre, was da wohl gerade an Grundstücken gekauft wird. Nee, also die haben kein Schwein, die haben einen Hund und einen Wohnwagen und einen Sprinter, einen ausgebauten, ohne Schwein. Okay, und da wollt ihr dann quasi auch mal den Winter verbringen. Ja, unbedingt. Ja, da freue ich mich schon richtig drauf. Ja, ich glaube, es ist auch mal was anderes, Spanien, Portugal als Griechenland. Weil ich glaube, es gibt, also ich bin leider nicht so ein riesen Portugal-Fan. Dieses Land hat mich irgendwie nie so gehypt oder nie so, ja, also ich bin da reingefahren und dachte mir so, und alle sagen, Portugal, geilstes Land. Und ich so, wo kommt denn, wo ist denn dieses Gefühl jetzt? Warum kommt es denn bei mir nicht an? Also ich glaube, man mag entweder Spanien oder Portugal und bei mir ist es definitiv Spanien. Ja, das kann gut sein. Also, wie gesagt, ich war halt selber noch nicht dort. Ich wünsche es mir, es steht ganz dick oben auf der Liste drauf. Aber ja, also ich könnte zum Beispiel nicht
den Frühling und den Sommer dort verbringen. Frühling vielleicht noch, aber den Sommer würde ich nicht im Süden verbringen wollen. Ich bin da einfach so ein bisschen. Ich liebe diese nordischen Länder. Also Norwegen, ich habe vor 10 Jahren mal ein halbes Jahr Praktikum in Norwegen gemacht und jetzt waren wir ja den vergangenen Sommer dort. Und deshalb, ich glaube, wenn ich irgendwann mein Grundstück kaufe mit Häuschen und mein Traum ist, einen eigenen kleinen Wald zu haben mit Häuschen und am besten einen See oder so, und dann wäre das definitiv Norwegen. Also das ist für mich sehr klar und deutlich. Und dann im Winter über, aber in Griechenland. Ja, Griechenland oder Spanien und Portugal, aber den Frühling, Sommer und Herbst in Norwegen und das restliche Jahr irgendwie im Süden. Genau. Das klingt nach einem fantastischen Plan, ganz ehrlich. Ich finde auch. Ja. Liebe Johanna, ich fand es super schön, mit dir zu sprechen, um ein kleines Update zu bekommen, zu wissen, wo du gerade stehst, wie deine Reise weitergegangen ist. Ich habe natürlich immer so ein bisschen auf Instagram auch geguckt, aber alles bekommt man natürlich glücklicherweise auch nicht, weil man muss ja auch ein bisschen was bei dir behalten. Man kann ja auch nicht alles nach außen in die Welt tragen. Von daher vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dir noch so ein kleines Update zu machen. Ja, es hat mich sehr gefreut. Es hat viel Spaß Ja, gemacht. fand ich auch. Ich finde auch, dass du, also gerade die Geschichte, wie du dann alleine losgefahren bist, finde ich super inspirierend. Und ich glaube, dass da einige sich ein bisschen Mut abzwacken können, weil ich glaube, dass sich viele, besonders Frauen, einfach viel zu wenig zutrauen und, wie du auch sagst, immer in so einer Abhängigkeit zum Partner sind und sich quasi über diese Partnerschaft irgendwie versuchen zu definieren, wer sie sind. Und das ist so schade, weil gerade Frauen über so viel Kraft verfügen. Mentale besonders. Und deswegen bist du da ein tolles Beispiel, dass es geht, wenn man halt nur mal so ein bisschen aus der Komfortzone rauskommt und sich durchbeißt. Ja, also das ist wirklich so ein ganz, ganz großer Wunsch auch von mir, jetzt auch mit meiner Arbeit. Frauen, also die Arbeit, die ich mache, das ist im Prinzip so ein bisschen Mentoring und Coaching verbunden mit Empfehlungsmarketing. Und mein großer Wunsch ist wirklich für die nächsten Jahre einfach so viele Frauen wie möglich, natürlich auch Männer, aber mein im Augenmerk ist wirklich bei Frauen, weil das, was du jetzt gerade auch gesagt hast, ist einfach, wir Frauen, wir dürfen uns viel mehr trauen. Und das fängt wirklich mit drei kleinen Buchstaben an, also ein Wort, drei Buchstaben, und zwar tun. TUN. Einfach machen, einfach ausprobieren. Und ganz ehrlich, was wäre denn das Schlimmste, was passieren könnte? Das ist so diese Frage, die ich mir in meinen schlimmsten Zeiten immer ganz, ganz viel gefragt habe. Was ist das Schlimmste, was jetzt passieren könnte? Sterben tue ich ja in der Regel bei den meisten Dingen nicht. Und das Einzige, was passieren kann, ist, du machst Erfahrungen, du lernst. Und das ist doch toll. Also es ist doch fantastisch, wenn man lernt. Also man sollte im Leben immer wirklich meiner Meinung nach wissbegierig bleiben, neue Erfahrungen machen, die Komfortzone verlassen und einfach machen, einfach tun. Und das ist eben mein Wunsch. Also wenn ich da andere unterstützen kann, dann bin ich da dankbar dafür, weil manchmal braucht es so ein bisschen einen Ruck, so ein bisschen einen kleinen Arschtritt. Und wenn der nicht von einem selbst kommen kann, dann darf der von anderen oder vom Leben kommen. Und das ist so, ja, mein Ziel eben, den Frauen da draußen zu zeigen, dass es gehen kann, wenn man sich nur traut. Ein bisschen Mut gehört dazu, aber dann geht's.